So, ihr Lieben, es ist Zeit für die Ernte der Kaktusfeige. Und das ist gar nicht so einfach. Die ist noch nicht fertig. Aber die, man darf sie nicht anfassen, weil es halt ein Kaktusgewächs ist. Und deswegen nehme ich meine Grillzange. Und man muss sie eigentlich so rumdrehen, aber ich habe jetzt Angst, sie loszulassen. Und dann habe ich sie. Yay. Wie gesagt, nicht anfassen. Ich zeige euch gleich. Oh, die ist schwer. Warte mal. Ich zeige euch gleich, wie man sie öffnet und isst. Also, vielleicht komme ich noch an die andere da hinten. So, ihr Lieben. Es ist Mitte September auf Mallorca, Cala Ratllada, auf unserer Wellness-Finca. Und ich war jetzt gerade an unseren Kakteen und da wächst die leckere Kaktusfeige. Die sollte man nicht anfassen, weil sie ist ja ein Kaktusgewächs und hat viele kleine Piekser. Ich habe sie jetzt geerntet mit meiner Grillzange. Und endlich hat diese Grillzange mal Sinn, weil ich esse ja kein Fleisch und deswegen grille ich sehr selten. Aber das ging sehr gut. Und jetzt will ich euch zeigen, wie man sie isst, ohne dass man sich piekst. Und zwar habe ich mir ein paar Sachen hier bereitgelegt. Also ihr schneidet sie quasi einfach durch. Vielleicht habt ihr, das ist glaube ich so eine Kuchenzange oder so. Ihr schneidet sie einfach durch, wie eine Kiwi. Guckt euch das an. Und dann löffelt ihr sie einfach aus. Guckt euch das an, ist das lecker? Und sie hat ganz viele kleine Kerne. Die sind sehr hart, die könnt ihr gar nicht zerkauen. Also einfach so runterschlucken. Und die sind sehr verdauungsfördernd. Also super geniale Frucht und sehr süß. Schreibt mir doch mal rein, ob ihr die schon mal gegessen habt und wie sie euch geschmeckt hat. Ist nichts für jedermann, aber ich liebe es. Ich liebe alles, was ich hier frisch vom Baum pflücken kann. Also, schöne Grüße von der Wellness-Finca. Und ich hoffe, wir sehen uns mal. Wenn ihr mal live bei der Ernte dabei sein wollt, dann müsst ihr buchen im September. Also, bis dann. Tschüss.